Wobei empfindest du Erfüllung? Und mit Erfüllung meine ich wirklich, dass du etwas tust, wo du voll mit dem aufgehst, was du tust. Ich selber bin ein absoluter Freund von so bestimmten Dingen, die mir, also die liebe ich. Also ich liebe es, beispielsweise mit meinem Wohnmobil durch die Gegend zu fahren. Ich liebe es, Gitarre zu spielen. Ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Ich habe lauter so kleine Hobbys. Ich liebe es, meinen Bienen beim Fliegen zuzugucken. Da kann ich mich Ewigkeiten vors Flugloch stellen und zugucken und es summt. Und ich finde das total schön. Ich kenne aber Menschen, die das total befremdlich finden und sagen, naja, Stefan, komm, jetzt reicht das mal. Jetzt flieg doch mal mit dem Flugzeug, anstatt irgendwie das Wohnmobil zu nehmen. Oder geh doch mal ins schöne Hotelzimmer. Oder was soll das mit der Gitarre? Guck mal, kannst du nicht was anderes machen? Und ich sage nein, weil das, was mich erfüllt, das ist meine persönliche Sache. Und sehr viele Menschen versuchen sich bei den Dingen, die sie eigentlich erfüllen, irgendwie zu verbiegen, weil andere Menschen nicht verstehen, dass sie das erfüllt. Und dann versuchen sie, Hobbys nachzugehen, die andere halt toll finden, Tätigkeiten zu machen, die andere Menschen toll finden, sich sozusagen an das anpassen, was die Allgemeinheit irgendwie als einigermaßen sozial akzeptabel definiert. Und große Überraschung, das ist ein mega Blödsinn, ein mega Quatsch. Denn die Welt ist bunt, Menschen sind unterschiedlich und du hast das komplette Recht, dass du die Dinge als erfüllend betrachtest, die eben du als erfüllend betrachtest, nicht die irgendjemand anderes als erfüllend betrachtet. Also, was ist, was dir wirklich Spaß macht? Und was ist es, was du vielleicht wegdrückst, weil du denkst, es ist gerade irgendwie nicht so sozialkonform? Also solltest du nicht irgendwie Spaß haben an Tiere quälen, Massenmördertum oder an der aktiven Umweltverschmutzung? Sollte es doch möglich sein, dass du Dinge tust, weil du sie gerne tust und dich ihnen ohne schlechtes Gewissen hingeben kannst, ja, weil das eben deine Sache ist. Also, übernimm die Verantwortung dafür. Mach die Dinge, die Spaß machen. Mach die Dinge, die dir Spaß machen. Und dann gib dich ihnen hin. Such dir deine Erfüllung selbst und nicht in den Regeln der Außenwelt.